M-Tronix, der Pionier auf dem Gebiet der synchronen Mehrkanal-Teilentladungsmesstechnik, und Omikron haben sich in diesem Sektor zusammengeschlossen. Gemeinsam entwickeln, produzieren und vermarkten sie das innovative Teilentladungsmesssystem MPD 600. Hersteller von Hochspannungsanlagen, Hochspannungskomponenten, Dienstleistungsunternehmen, Energieversorgungsunternehmen und Forschungseinrichtungen profitieren von den Vorteilen dieses Systems. Dienstleistungsunternehmen können mehrere Teilentladungsmesskanäle vollständig synchron betreiben. Mit einem MPD-Erfassungsgerät an jedem Anschlusspunkt lassen sich Kabelstrecken von mehreren Kilometern Länge schnell und präzise während einer Messung analysieren. Die synchrone Mehrkanalmessung bietet mehrere Vorteile gegenüber der herkömmlichen Messmethode, bei der die einzelnen Komponenten nacheinander gemessen werden. Die gleichzeitige Analyse aller kritischen Komponenten erhöht die Sicherheit während der Messung selbst, da alle kritischen Komponenten überwacht werden. Bei der einkanaligen Messung ist jeweils nur eine Komponente sichtbar, obwohl alle anderen ebenfalls mit Hochspannung belastet werden und gegebenenfalls, unerkannt, massive Teilentladungen entwickeln. Darüber hinaus verkürzt sich durch die Verwendung mehrerer Kanäle die Messzeit. Das spart Kosten und kann von entscheidender Bedeutung sein, da die zur Verfügung stehende Zeit recht kurz sein kann. Die Dauer der Hochspannungsprüfung und der Teilentladungsmessung ist in der Regel auf 60 Minuten Hochspannungsbelastung begrenzt. Bei langen Hoch- oder Höchstspannungskabelstrecken mit vielen, weit voneinander entfernten Messstellen bleibt zu wenig Zeit zur Messung und Analyse der Einzelkomponenten, wenn nur einkanalige Messsysteme eingesetzt werden. Ist kein Stromanschluss zur Versorgung des Messsystems aus dem Netz verfügbar, wie etwa in Kabeltunneln, liefert die Batterie Strom für umfassende Prüfungen. Synchrone Teilentladungsmesskanäle sind auch für Kabelhersteller von großem Nutzen. Sie können ganze Kabeltrommeln messen, indem ein Messkanal an den Anfang und einer an das Kabelende angeschlossen wird. Wird ein Teilentladungsfehler erkannt, ermöglichen zwei Kanäle eine sehr präzise Lokalisierung auch bei langen Kabeln. Bei Fehlern nahe an den Kabelenden, wo herkömmliche Reflexionsmessungen mit nur einem Kanal an ihre Grenzen stoßen, ist dies besonders wichtig. Sowohl Hersteller elektrischer Maschinen als auch Energieversorger verwenden 3, 9 oder mehr Kanäle, um alle Phasen von Transformatoren, Generatoren oder Hochspannungsmotoren simultan zu messen. Thank you.